Ja, ein herzliches guten Morgen, liebe Damen und Herren, hier live in Köln im Freien Werkstatttheater. Liebe Gäste hier vor Ort und, dass ich das mal sagen darf, ungewohnt für mich, liebe Gäste an den Bildschirmen, wo immer Sie jetzt sind, im Nachthemd, auf dem Sofa oder ganz adrett im Büro, seien Sie uns herzlich willkommen hier bei der Auftaktveranstaltung der 8. Kölner Demenzwoche. Und ja, es ist vielleicht ein besonderes Jahr und viele haben uns gefragt, eine Veranstaltungsreihe, ist das denn das Richtige in der heutigen Zeit? Und wir haben gesagt, ja, genau vielleicht deswegen. Die Kölner Demenzwochen sind hier mittlerweile eine Tradition. Alle 2 Jahre finden sie statt in der Stadt und bieten dem Thema Demenz einen besonderen Rahmen, eine öffentliche Aufmerksamkeit und sie bildet vor allem sehr, sehr viele Facetten ab mit ihren ganzen unzähligen Veranstaltungen, die das Leben mit Demenz auch hier in der Stadt sichtbar machen sollen und auch Teilhabe bieten sollen. Und gerade deswegen haben wir gesagt, wir lassen sie stattfinden. Die Auftaktveranstaltung heute findet in einem besonderen Rahmen statt. Das erste Mal, wie gesagt, auch im Internet, für uns alles noch neu. Wir haben hier ordentlich aufgefahren, das sehen zumindest hier unsere Gäste im Publikum. Deswegen ist es eine besondere Freude, auch ein großes Dankeschön vorab schon mal an alle Veranstalter, die sich in der Demenzwoche jetzt Gedanken gemacht haben und sich beteiligt haben mit unzähligen Veranstaltungen. Wir haben immerhin ein Programm von über 40 Veranstaltungen jetzt in den nächsten 2 Wochen bis zum 4. Oktober zusammenbekommen. Und ich glaube, wenn man weiß, dass die Akteure vorwiegend auch aus dem Bereich natürlich der Altenarbeit kommen, der Seniorenpflegeheime, der Seniorenarbeit hier aus der Stadt Köln, dann können Sie sich sicher vorstellen, dass Sie momentan auch ganz viele andere Sorgen und Dinge zu tun haben, als Veranstaltungen zu organisieren. Aber vielleicht gerade deswegen haben auch viele gesagt, und jetzt erst recht, wir machen das. Wir überlegen vielleicht auch, wie wir die Freiheiten, die wir derzeit haben, nutzen, um ein besonderes Angebot zu machen, dass Menschen teilnehmen können. Weil gerade in der heutigen Zeit, und damit komme ich vielleicht zum Thema der Auftaktveranstaltung, wir haben die schon vor Corona den pflegenden Angehörigen widmen wollen und sind jetzt besonders froh, dass wir das gemacht haben, weil pflegende Angehörige gerade in den letzten Wochen und Monaten den sonst schon vorhandenen Herausforderungen natürlich noch mal ein draufgesetzt bekommen haben und mit Kontaktsperren und auch dem Wegbrechen von vielen, vielen Angeboten wirklich doppelt gebeutelt waren. Und wenn wir ein kleines Stückchen dazu beitragen können, Ihnen hier heute ein Gesicht zu geben, eine Stimme zu geben, Sie vielleicht in einem besonderen Rahmen zu würdigen, auch das, was Sie leisten zu Hause, plus alle Akteure, die sich hier in Köln wirklich engagieren und auch in den letzten Monaten wahnsinnig viel auf die Beine gestellt haben, was vielleicht oft gar nicht so sichtbar ist, dann ist das Raum und Zeit genug, dass wir uns heute hier zusammenfinden und auch diese Demenzwoche in den besonderen Zeiten eröffnen, begrüßen und ich hoffe auch, dass Sie an vielen Veranstaltungen teilnehmen können. Das wäre auf jeden Fall eine Auszeichnung für die, die sich jetzt da Gedanken gemacht haben und was anbieten. Eine besondere Ehre ist es uns auch, als Regionalbüro Alterpflege und Demenz, die ja Organisatoren dieser Demenzwoche sind, dass wir es jetzt seit 2010 in Kooperation mit der Stadt Köln auch stattfinden lassen und auch seitdem, beziehungsweise ich muss sagen seit 2008, ich habe noch mal extra nachgeguckt, als Grußwort und Vertretung der Stadt Köln. Wir haben immer die Schirmherrin ist Henriette Reker, aber in guter Tradition ist Elfie Schoand-Werp bis heute hier als Bürgermeisterin der Stadt Köln. Und ich freue mich immer besonders, Sie zumindest alle 2 Jahre in diesem Rahmen wiederzusehen, weil Sie sich in besonderem Maße auch für das Thema Pflege und pflegende Angehörige stark machen. Nicht zuletzt, weil Sie selber pflegende Angehörige sind und somit, glaube ich, ganz, ganz nah dran sind an den Fragen, an den Herausforderungen, vielleicht auch an den schönen Seiten. Ich will auch nicht immer nur von Problemen sprechen, sondern auch an den vielen, vielen schönen Facetten, die auch das Älterwerden mit sich bringt und sich um jemanden zu kümmern, der vielleicht pflegebedürftig ist oder eine Demenz hat in der Stadt Köln. Und ich weiß, dass Sie das immer mit sehr, sehr viel Herzblut mittragen, dieses Thema. Insofern freue ich mich besonders, dass auch Sie heute wieder hier sind und das Grußwort der Stadt Köln an uns richten und somit auch die
8. Kölner Demenzwoche hier offiziell eröffnen, bevor wir dann noch in einem weiteren Programm fortführen. Insofern freue ich mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Elfi Schoand-Werpes. Herzlichen Dank, liebe Frau Türk, für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrter Herr Professor Kruse, wir freuen uns, dass Sie den Weg von Heidelberg wieder gefunden haben, zu uns hier nach Köln zu kommen, zu der 8. Demenzwoche oder Wochen sind es ja. Liebe Frau Rosentreter, die sehe ich jetzt noch nicht. Sie sind auf einen anderen Platz gerutscht. Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Sie jetzt heute hier sind, das sind natürlich verständlicherweise durch die Pandemie weniger, als wir das sonst gewöhnt sind. Und liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Sie jetzt von zu Hause aus zugeschaltet sind. Es ist die Auftaktveranstaltung heute für die 8. Demenzwochen. Demenzerkrankungen bedeutet für die Betroffenen, aber auch für die Pflegenden, für die Angehörigen, für die Freunde eine starke Veränderung im Leben, im Alltag. Ganz alltägliche Dinge verändern sich. Die laufen nicht mehr so ab, wie es gewöhnt ist. Erkrankung hat manchmal einen schleichenden Vorgang mit sich gebracht. Der Betroffene oder die Betroffene merkt es selber und ist oft erfüllt von Verzweiflung, von Scham. Meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, ja, bin ich denn jetzt blöd? Das heißt, das war für uns ganz erschreckend als Familie. Sie spürt es ja selber, wo es hinläuft. Sie weiß natürlich genauso wenig, wie wir es als Familie wussten, wo es hinläuft. Es ist ja ganz individuell verschieden. Man muss Rücksicht nehmen, man muss sich bei allen Dingen des Alltags genau überlegen, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, was passiert dann? Muss da jemand da sein, der sich kümmert? Läuft meine Mutter weg? Macht der Vater vielleicht den Herd an und will Wasser kochen, vergisst den Herd wieder abzustellen? Alle diese Dinge beschäftigen natürlich auch Freunde, Angehörige. Die Ehepartner sind einer großen Herausforderung gestellt, die oft über Jahre hinweg diese Herausforderung tragen, bis es vielleicht irgendwann nicht mehr geht. Geschwister fragen sich, ist das familiär bedingt? Erreicht mich das auch? Kinder wundern sich, machen vielleicht auch Bemerkungen, sind sich gar nicht bewusst, was sie damit anrichten. Enkelkinder können zunächst mit dieser Situation gar nicht umgehen, überhaupt nicht. Sie verstehen nicht, was da passiert. Trotz der allgemeinen medizinischen Fortschritte, denen wir im 21. Jahrhundert erreicht haben, ist bis heute Demenz nicht heilbar. Und doch bleibt niemand zur Tatenlosigkeit verdammt. Auch wenn man den Prozess der Demenzerkrankung nicht verhindern kann, so gibt es doch unglaublich viele Dinge, es den Betroffenen und ihrem Umfeld besser gehen zu lassen, um das Bestmögliche für die ganz spezielle Situation herbeizuleiten, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und die Lebensqualität möglichst hoch zu halten. Trotzdem ist man immer wieder, jeden Tag erlebt man eine neue Überraschung. Vor allem angesichts der Tatsache, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, halte ich es für besonders wichtig, dass wir diese Demenzwochen hier in Köln stattfinden lassen, um immer die neuesten Erkenntnisse, um Adressen durchgeben zu können, wo sich betroffene Angehörige Hilfestellung holen können, wo sie sich fortbilden lassen können. Bundesweit gibt es 4,7 Millionen pflegende Angehörige, ohne die, die Versorgung der Betroffenen überhaupt nicht zu bewältigen wäre. Eine beachtliche, aber zum anderen auch eine erschreckende Zahl.
Genau deshalb steht die Situation pflegender Angehörige in diesem Jahr auch im Fokus und auch im Fokus der heutigen Auftaktveranstaltung, meine Damen und Herren. Als Bürgermeisterin der Stadt Köln freut es mich, dass sich bereits zahlreiche Träger, Initiativen und Projekte kümmern um die Belange der demenziell Erkrankten, aber auch insbesondere deren Angehörige. Sie bieten Anlaufstellen, sie bieten Unterstützung, sie bieten Fortbildungen an, um die Familien zu stärken. Und trotzdem gibt es noch viel Luft nach oben, nämlich Handlungsbedarf. Und in der derzeitigen Corona-Pandemie war häufig von Helden des Alltags die Rede. Wir haben geklatscht, zumindest in einigen Fädeln, für das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, die wahrlich sehr Beachtliches geleistet haben, zum Teil bis an die Grenzen gegangen sind. Aber wir haben auch Bewunderung gehabt für die Angestellten in Supermärkten, die an der Kasse standen oder saßen. Wir haben Stillstand des Lebens erlebt. Die Anerkennung, die wir gezollt haben, war verdient. Doch zu kurz kamen mir persönlich dabei die Pfleger und Pflegerinnen, die demenziell Erkrankte pflegen, sie begleiten. Auch Ihnen, liebe Bürger und Bürgerinnen, die Ihre Angehörigen zu Hause pflegen, gehört unbedingt diese Anerkennung, gebührt der Applaus der Mitmenschen und natürlich auch nicht nur die Anerkennung, dass vielleicht mal ein lobendes Wort kommt, sondern dass man vielleicht auch versucht, mal zu entlasten, wenn man weiß um die Situation der Pflegenden, dass man die mal versucht zu entlasten, ihnen vielleicht die Möglichkeit gibt, mal einen Zeitfaktor zu schenken, vielleicht eine Stunde Entlastung oder einen Nachmittag Entlastung zu bieten. Da es mir ein großes Anliegen ist, dass die Belange pflegender Angehöriger öffentliche Wahrnehmung bekommen, freut es mich sehr, dass gerade dieses Thema in den Mittelpunkt gerückt wurde, ohne dass dabei die Angebote der demenziell Erkrankten zu kurz kommen würden. Bei rund 45 Einzelveranstaltungen ganz unterschiedlicher Art können sich sowohl Menschen mit Demenz als auch die Angehörigen und Freunde sowie Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen, professionell Helfende, gestreut informieren. Hier verdanke ich allen sehr herzlich, vor allen Dingen Frau Türke, stellvertretend für das Regionalbüro Alterspflege und Demenz in der Trägerschaft der Alexianer GmbH, sowie allen weiteren Personen und Institutionen, die an der Vorbereitung dieses überaus wichtigen Projektes beteiligt gewesen sind. Ebenso gilt mein Dank den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die dieses erstklassige Informations- und Hilfsangebot in Anspruch nehmen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass es bei den 8. Kölner Demenzwochen wieder zu einem aufschlussreichen Austausch kommt, eine rege Beteiligung, und ich wünsche allen Betroffenen sowie deren Angehörigen viel Kraft für die vor ihnen liegende Zeit. Wir können Demenzerkrankungen nicht verhindern, aber wir können mit ihnen leben und jeden Tag versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen. Es ist ja so, es ist eine Belastung für einen Pflegenden, aber wenn man zum Beispiel, wie jetzt in der Pandemie, mal einen, in Köln nennt man das Orgelspitter, also jemanden, der die Orgel spielt, den kann man bestellen. Ich sehe Lächeln in den Gesichtern. Dann bedeutet das für einen demenziell Erkrankten, zumindest im fortgeschrittenen Alter, Erinnerung kommt hoch. Fotoalben gucken, da kommen Geschichten. Also ich empfinde das als Bereicherung. Ich erfahre Dinge, die ich sonst nicht erfahren hätte. Und wenn mir ein Lächeln geschenkt wird oder gar ein Lachen, dann ist das für mich der schönste Lohn, den ich bekommen kann. Herzlichen Dank für Ihre geschenkte Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank für Ihr Grußwort, Frau Schoand-Werpes. Wie Sie uns kennen, gehen Sie hier nicht aus dem Raum, ohne eine kleine Anerkennung von uns zu bekommen und eine kleine Erinnerung vor allem. Das sehen jetzt vor allem die Menschen, die hier im Raum sitzen. Ein Wasserglas mit Kölschem Motiv und eine rot-weiße Dahlie. Also mehr Köln geht echt nicht. Ja, dann darf ich weiter fortfahren in unserem Programm, das wir auch extra für die Live-Übertragung ein bisschen zusammengezurrt haben, weil man Menschen vor den Bildschirmen wahrscheinlich nicht bis heute Nachmittag am Bildschirm halten kann. Deswegen etwas komprimierter, aber nicht weniger geschätzt und wichtig, kommen jetzt nacheinander unsere beiden Referentinnen, die ich ankündige. Und der erste ist für viele gar kein unbeschriebenes Blatt. Und wenn man von Blatt spricht, braucht man nur Wikipedia aufmachen, was gar kein echtes Blatt mehr ist. Das allein die ganzen Einträge, die man da findet, zu Professor Kruse, könnten den Raum füllen. Was Sie alles gemacht haben, schon seit Ende der 80er Jahre, sind Sie in der Altersforschung aktiv, haben extrem viel geforscht, sind ein sehr sympathischer Mensch, in vielen Veranstaltungen schon kennengelernt, vom Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg. Und Ihr Thema ist Pflege für die Pflegenden. Und das ist unser Thema heute. Wer, was, wie kann pflegende Angehörige entlasten? Wie wichtig ist das? Und das machen wir auch mal unabhängig der Corona-Pandemie, weil das ist ein Thema, was ein Dauerbrenner ist. Wir sagen ganz häufig, keiner schafft es allein. Und dennoch machen wir ganz häufig die Erfahrung, dass viele sich wirklich viel zu spät melden, die Angebote, die es gibt hier in der Stadt, gar nicht kennen. Und wir wundern uns manchmal als Profis, wie kann das denn sein? Wir sind doch so bemüht. Also da scheinen immer noch ganz viele andere Prozesse wahrscheinlich auch Angehörige zurückzuhalten. Wenn sie dann einmal die Erfahrung machen, dass Entlastung gut tut, dann ja, ist auch schon manchmal viel getan. Insofern freue ich mich auf Ihren Vortrag. Herr Professor Kruse aus Heidelberg, seien Sie herzlich willkommen in unserer Mitte und die Bühne gehört Ihnen. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Frau Türke, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich herzlich dafür bedanken, eingeladen worden zu sein, heute den Vortrag zum Thema Pflege für die pflegenden Angehörigen zu geben. Hier wird ja ein Thema berührt, das uns am Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg schon eigentlich seit Jahrzehnten beschäftigt. Zum einen die Frage, wie wir Demenzerkrankte noch sehr viel besser verstehen können, nicht alleine medizinisch, nicht alleine psychologisch, auch nicht alleine sozial, sondern immer auch existenziell. Und zum anderen, was wir für pflegende Angehörige tun können, damit diese noch besser in die Lage versetzt werden, demenzkranke Menschen in einer Art und Weise zu pflegen, zu betreuen und zu begleiten, dass sie den Eindruck haben, das, was du da tust, das ist nicht nur fachlich gut, sondern das ist auch ethisch und ganz persönlich gut. Meine Damen und Herren, ich möchte mit zwei Versen aus der Barockzeit beginnen, weil ich glaube, dass diese beiden Verse eine Aussage in sich tragen, die zum einen für unser Verständnis von Demenz und zum anderen für das Verständnis der sozialen Beziehungen von demenzkranken Menschen und vor allen Dingen der innerfamiliären Beziehungen hilfreich und bedeutsam sind. Das erste Gedicht bzw. der erste Vers kommt von Andreas Gryphius, einem sehr bedeutsamen Barockdichter, 17. Jahrhundert, der selber mit vielen Belastungen konfrontiert war und im Angesicht einer dieser Belastungen folgenden Vers, folgende Betrachtung der Zeit schrieb. Mein sind die Jahre nicht,
die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa mögen kommen. Der Augenblick ist mein. Und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Das ist ein Vers, der uns auch deswegen beeindruckt, weil er etwas darlegt, weil er etwas in das Zentrum rückt, was in der Begleitung von demenzkranken Menschen überaus wichtig ist, nämlich den Augenblick zu erfassen, auf den Augenblick zu achten, in dem die betreffende Frau, der betreffende Mann bei uns ist. Auf den Augenblick zu achten, Frau Bürgermeisterin hat das ebenso schön angesprochen, in dem die Frau bzw. der Mann wieder etwas erkennt, wieder einen Bezug zur Biografie herstellen kann. Die Personen, die um sie bzw. um ihn sind, erkennt und auch emotional entsprechend antwortet. Das ist für uns eine Zielsetzung, die bis weit in die Demenz hinein, bis in die schwersten Phasen der Demenz hinein wichtig ist, immer wieder Augenblicke zu erwarten, zu erhoffen, in denen ein Demenzkranker uns erkennt, in irgendeiner Form Kontakt mit uns aufnimmt, beziehungsweise auch in der Lage ist, etwas wiederzuerkennen, was für sie bzw. was für ihn in der Biografie so wichtig gewesen ist. Deswegen ja die Biografiearbeit für einen Demenzkranken genauso wie für pflegende Angehörige so bedeutsam ist, weil man gemeinsam Bezug auf bestimmte Augenblicke, auf bestimmte Erlebnisse, auf bestimmte Begegnungen in der Biografie nehmen kann, die beide sehr berührt haben und die, weil sie so bedeutsam gewesen sind, immer noch erinnerlich sind. Übrigens auch in der Phase oder in den verschiedenen Phasen der Demenz. Nicht wenige berichten uns in der Forschung, dass es durchaus sein kann, dass sie mit einem demenzkranken Menschen zusammenleben und vielleicht sogar über Monate, vielleicht sogar auch über ein Jahr den Eindruck haben, dass die betreffende Person sie gar nicht mehr wiedererkennt, dass die betreffende Person sie nicht mehr fixiert, keinen Kontakt aufnimmt und dass auf einmal ein Augenblick eintritt, bei dem man den Eindruck hat, jetzt erkennt er dich, jetzt nimmt er dich wahr, jetzt weiß er irgendwie, wer du bist, jetzt erinnert er oder sie, was man gemeinsam in der Biografie an Schönem erlebt hat. Und es ist möglich, dass das nur wenige Augenblicke ist, einige Minuten nur. Und man dann wieder über längere Zeiträume den Eindruck hat, die betreffende Person erkennt mich nicht wirklich. Und dann kommt wieder so ein Augenblick. Sehr interessant, dass Sie beispielsweise in der Palliativversorgung, also wenn Sie mit Demenzkranken oder auch Menschen mit anderen Erkrankungen zu tun haben, die nach und nach dem Tode entgegengehen, dass sie auch in der Palliativversorgung immer wieder solche Situationen erleben, dass sie den Eindruck haben, die Menschen erkennen mich nicht wirklich und auf einmal gibt es den Augenblick, bei dem ich den Eindruck habe, jetzt erkennt er mich, jetzt nimmt er Kontakt mit mir auf. Und das können nur Augenblicke sein. Und was die Frau Bürgermeisterin gesagt hat, das hat mir sehr gut gefallen, weil ich glaube, wenn man als Angehöriger die Überzeugung ausbildet, also die Erfahrung gewinnt, die Erkenntnis ausbildet und dann die Überzeugung ausbildet, dass durch eigenes Handeln es möglich ist, die Person mit Demenz immer wieder in die Gegenwart hineinzuführen, an der Gegenwart teilhaben zu lassen, die betreffende Person darin unterstützt, auch immer wieder Bezüge zur Biografie herzustellen, sei es durch bestimmte Töne, sei es durch eine bestimmte Literatur,
sei es durch bestimmte Düfte, sei es durch bestimmte Begegnungen. Wenn sich solche Überzeugungen ausbilden, dann entsteht in pflegenden Angehörigen auch die Überzeugung, etwas ethisch, etwas menschlich sehr Wichtiges zu tun. Und vor dem Hintergrund eben dieser Erfahrungen und Überzeugungen entsteht dann auch so etwas wie ein Wachstumspotenzial, über das ja nicht selten gesprochen wird, wenn wir es mit der Frage der Pflege zu tun haben, nämlich, dass man auch in der Pflege wachsen kann, seelisch, geistig, moralisch, sittlich. Ich hatte gesagt, zwei Verse sind es, die mich besonders beschäftigen werden. Der zweite kommt ebenfalls aus der Barockzeit von dem Schriftsteller Simon Dach, auch nur ein kleiner Vers, in dem sie etwas sehr Wichtiges, menschlich sehr Wichtiges niedergelegt finden, was in meinen Augen auch unmittelbar das Thema der Pflege bei Demenz berührt. Die Red ist uns gegeben, damit wir nicht allein für uns nur sollen leben und fern von Menschen sein. Wir sollen uns befragen und sehen auf guten Rat, das Leid einander klagen, so uns befallen hat. Hier wird deutlich, dass wir das menschliche Leben und vor allen Dingen das Leben in Grenzsituationen gar nicht ohne den anderen, gar nicht ohne die anderen Menschen denken können, dass wir zutiefst auf andere bezogen sind und dass wir diese Bezogenheit auf andere Menschen wahrnehmen sollen, also auch in uns selbst erleben sollen als ein wichtiges Motiv und dass wir diese Bezogenheit auch verwirklichen, dass wir sie auch wirklich zu Leben bringen. Wie Frau Türke ja eben angedeutet hat, es gibt viele Beratungsangebote, Unterstützungsangebote für Menschen mit Demenz. Hier beispielsweise in Köln ist ein unglaublich differenziertes System von Beratungen entwickelt worden, das sehr viele Anbieter auch kennt. Das heißt, hier werden auch sehr viele Institutionen, die solche Angebote entwickeln, zusammengeführt. Aber es stimmt. Manchmal fragt man sich, wie kommt es, dass diese Angebote, die ja in hohem Maße zielgenau, die in hohem Maße passgenau sind, dass diese Angebote nicht eigentlich von allen pflegenden Angehörigen angeboten werden. Meine Damen und Herren, ich kenne viele Angebote für pflegende Angehörige, übrigens auch Angebote hier in Köln, bei denen ich den Eindruck habe, die sind fachlich ausgezeichnet. Die sind wissenschaftlich fundiert, die sind praktisch fundiert, die sind ethisch in hohem Maße anspruchsvoll. Da fließt Herzblut bei jenen, die diese Angebote unterbreiten. Und frage mich dann auch, wie kommt es, dass pflegende Angehörige zum Teil, ist ja nicht immer so, aber zum Teil nur selten auf diese Angebote zurückgreifen. Meine Damen und Herren, das hat vielleicht auch etwas mit den Menschen zu tun, die Pflege leisten. Wenn Pflege geleistet wird, das bekommen wir in unseren Untersuchungen zum Thema schwere Erkrankung, chronische Erkrankung, zum Tode führende Erkrankung, in die wir ja immer auch pflegende Angehörige mit einbeziehen, häufig mit. Wenn Pflege geleistet wird, hat man den Eindruck, das ist etwas, was sich nur in den vier Wänden, in eigenen vier Wänden abspielt. Das müssen wir alleine machen. Das ist eine Sache, die allein einzig unsere Familie zu bewältigen hat. Vielleicht geht das sogar so weit, dass man sagt, da möchte ich auch die Kinder gar nicht mit belasten, geschweige denn die Enkelkinder. Das muss ich beispielsweise meinem Ehepartner oder meiner Ehepartnerin gegenüber ganz alleine machen. Dann kommt vielleicht ein ambulanter Pflegedienst, der mich unterstützt, aber im Wesentlichen mache ich das allein. Und das soll sozusagen nicht aus der Wohnung heraus, nicht aus dem Haus heraus. Das ist etwas, was sozusagen nur die Familie beschäftigt. Meine Damen und Herren, das ist nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar, wenn Menschen sagen, ich will mich in der eigenen
Letztlichkeit. Und ich will meinen Ehepartner oder meine Ehepartnerin oder meinen Partner oder meine Partnerin oder meine Eltern in ihrer Verletzlichkeit nicht nach außen hin zeigen. Das ist etwas, das geht nur mich an. Über die Verletzlichkeit spricht man nicht. Die hat man selber, und zwar alleine, zu tragen. Und wenn dann ein Hilfsdienst kommt, nimmt man das an, aber sagt immer auch, bitte reden Sie nicht darüber, was Sie hier bei uns erleben. Meine Damen und Herren, die Rede ist uns gegeben, damit wir nicht allein für uns nur sollen leben und fern von Menschen sein. Wir sollen uns befragen und sehen auf guten Rat das Leid einander klagen, das uns befallen hat. So sagt das eben der Barockdichter Simon Dach. Und er bringt damit eben zum Ausdruck, ich habe das eben schon angedeutet und will es ausdrücklich noch einmal wiederholen, er bringt damit zum Ausdruck, dass wir ohne den anderen und ohne die andere, auch außerhalb unserer Familie, nicht sein können und auch nicht sein sollen. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, wenn es uns gelingt, über die Verletzlichkeit zu sprechen, mit der jeder von uns in unterschiedlichem Ausmaß, in unterschiedlicher Art und Weise konfrontiert ist, wird unser Gemeinwohl noch ein viel lebendigeres werden. Wenn jeder von uns und jede von uns durch die Straßen läuft und so tut, als wäre sie, als wäre er nicht verletzlich, nicht vulnerabel, als würde sie oder er keine Grenzsituationen im Leben kennen, dann würde unsere Gesellschaft etwas von ihren seelisch-geistigen Bindekräften verlieren. Und dann wird vielleicht auch das mehr und mehr Raum greifen, was man bisweilen die Vereinzelung nennt. Ich sehe das beispielsweise als jemand, der in der Forschung tätig ist, in folgender Weise. Wenn wir Untersuchungen in Privathaushalten machen, in Heimen oder in Kliniken und ich mit Personen zu tun habe, die zu mir sagen, wie sie mit der Verletzlichkeit, wie sie mit den Herausforderungen des Lebens umgehen, wie sie versuchen, diese zu verarbeiten bzw. zu bewältigen, dann fühle ich mich häufig sehr intensiv angesprochen. Ich habe auch bisweilen den Eindruck, über den gesamten wissenschaftlichen Erkenntnisstand hinaus etwas zutiefst Existenzielles erfahren zu haben, das mir auch das Gefühl gibt, in einem Gemeinwohl zu leben, das eine ausreichende Sensibilität für die Freuden und Nöte anderer Menschen hat. Wir können von Schwerkranken und wir können von Pflegenden auch für unser eigenes Leben sehr viel lernen. Der Mensch ist keine Insel nur für sich allein. Er ist Teil eines großen Ganzen und er soll dies eben auch leben. Und deswegen sagen wir auch pflegenden Angehörigen, es ist so wichtig, dass sie hinausgehen, dass sie anderen Menschen erzählen, was sie erleben und wie sie versuchen, diese Situation zu ertragen bzw. zu tragen, welche Hilfen sie in Anspruch nehmen, welche Hilfen ihnen guttun. Weil sie damit möglicherweise auch, ohne jetzt hier einen Leistungsgedanken propagieren zu wollen, weil sie damit möglicherweise auch anderen Menschen zu einem Vorbild werden können, ihnen Anregungen geben können, wie sie mit einer Situation, die sie vielleicht in Zukunft einmal auch so erreichen wird, umgehen können. Das beginnt beispielsweise schon dann, wenn sie den Eindruck gewinnen, dass ihr Ehepartner, dass ihre Ehepartnerin eine leichtere kognitive Einbuße hat, eine mild cognitive impairment, wie man das nennt, die nicht selten in eine vollumfängliche Demenz mündet. Das wird dann vor allen Dingen thematisch, wenn Sie den Eindruck haben, es ist nicht nur eine leichte kognitive Einbuße, sondern es ist möglicherweise eine symptomatisch noch leichtere Demenz. Wobei, wenn ich das in Klammern sagen darf, wenn Sie es mit einem Menschen zu tun haben, bei dem eine symptomatisch
leichtere Demenz vorliegt und Sie haben die Möglichkeit, das Gehirn dieses Menschen etwas genauer zu untersuchen durch bildgebende Verfahren, dann merken Sie, dass schon bei einer symptomatisch leichteren Demenz eine erhebliche Schädigung des Hirngewebes besteht. Das heißt, die betreffende Person schon mit einer erheblichen kognitiven, geistigen Vulnerabilität konfrontiert ist. In einer solchen Phase der symptomatisch leichteren Demenz sehen Sie, dass die betreffende Person, die an dieser Erkrankung leidet, eine große Unsicherheit entwickelt, möglicherweise depressiv wird, möglicherweise auch aggressiv wird. Und Sie selber als pflegende Angehörige oder als pflegende Angehörige haben den Eindruck, es kommt jetzt etwas auf mich zu, was meine Lebenssituation tiefgreifend verändern wird. Hier beispielsweise ist es notwendig, sich rechtzeitig medizinische Hilfe zu suchen und über die medizinische Hilfe hinaus auch soziale Hilfen, damit man schon von Beginn an sich klug machen kann, nämlich darüber, was kann ich tun, um den Symptomverlauf bei der Demenz über Jahre einigermaßen positiv zu beeinflussen. Es ist ja richtig, wir können die Demenz nicht behandeln nach dem augenblicklichen Stand, aber wir können den Symptomverlauf beeinflussen. Wir können beispielsweise Menschen kognitiv anregen, wir können die Empfindungs-, die Wahrnehmungsorgane anregen, wir können die Emotionalität anregen, wir können das alltagspraktische Handeln anregen, wir können die sozial-kommunikativen Funktionen anregen, wir können die körperlichen Funktionen anregen. Und ein Mensch, auch wenn bei ihm eine Demenz besteht, ist für diese Anregungen dankbar, beziehungsweise diese Anregungen haben unmittelbare Konsequenzen für unser physiologisches bzw. psychologisches System. Das heißt, wenn wir eine gute Fachberatung heranziehen, die uns darin berät, wie kann ich eine anregende Umwelt schaffen? Wie kann ich beispielsweise technische Hilfsmittel in die Umwelt einbauen? Wie soll ich mich gegenüber den sozialen Institutionen und wie soll ich mich gegenüber der Nachbarschaft verhalten? Erfahren Sie Hochwissenswertes, weil wenn ich das sagen darf, in der Bundesrepublik Deutschland, ebenso wie in anderen Ländern, in der Bundesrepublik Deutschland verfügen wir über ein unglaubliches Wissen mit Blick auf die Art und Weise, wie wir demenzkranke Menschen begleiten können, wie wir eine sekundäre und tertiäre Prävention, die ja die Aufgabe hat, einen Symptomverlauf auch positiv zu beeinflussen, wie wir eine sekundäre oder eine tertiäre Prävention verwirklichen können, wie wir soziale Beziehungen von Familien, in denen eine demenzkranke Person lebt, sozial, aber eben auch fachlich unterstützen können. Und dieses Wissen abzurufen, erfordert von pflegenden Angehörigen Mut. Schon dann, wenn die Demenzerkrankung gerade diagnostiziert ist, sich an die fachliche Öffentlichkeit, aber eben auch an die allgemeine Öffentlichkeit, an die Nachbarn, an die Freunde, an andere Familienangehörigen zu wenden und zu sagen, lass mich dir mitteilen, dass die Mutter oder der Vater eine Demenzerkrankung hat. Aber lass mich auch Folgendes sagen, ich habe gelernt, dass eine Demenzerkrankung zwar Schicksal ist, aber dass wir mit unseren humanen Kräften, fachlich und persönlich, durchaus viele Möglichkeiten haben, den Verlauf dieses Schicksals positiv zu beeinflussen. Und lass mich sagen, dass ich gelernt habe, dass die Mutter oder der Vater über weite Phasen emotional so reagibel ist, dass sie bzw. dass er glückliche Stunden erleben kann. Unter der Bedingung, dass wir uns in einer sehr feinen, differenzierten, hochgradig individualisierten Art und Weise ihr oder ihm zuwenden. Dabei gibt es eine größere Auseinandersetzung in den letzten Jahren zu der Frage, wer kann uns denn darin unterstützen?
Also ist ja schon gesagt worden, Frau Türke hat das angedeutet, wir haben ja ein hochdifferenziertes soziales Unterstützungs- und Hilfesystem, an das man sich wenden kann, vorzügliche Beratungsstellen. Wir haben die Möglichkeit der vorübergehenden Entlastung im Bereich der Pflege. Wir haben die Möglichkeit eines Kuraufenthaltes für pflegende Angehörige. Also ich will Ihnen nur mal einige wenige Beispiele nennen, ich könnte noch viele andere nennen. Beispielsweise die Beratungsangebote für jene Fälle, in denen eine demenzerkrankte Person sich auffällig verhält, möglicherweise hochgradig agitiert ist, vielleicht als aggressiv erscheint. Das erscheint uns vielfach als eine Aggression, ist aber eigentlich gar keine Aggression. Wie kann ich denn mit so einer Situation umgehen? Das heißt also, das sind ja hochgradig individualisierte Beratungsangebote. Da eben auch den Mut zu machen, zu sagen, diese Beratungsangebote, die greife ich auf, das ist ein erster wichtiger Punkt. Aber es gibt noch einen zweiten. Was uns viele Kolleginnen und Kollegen von mir in der Bundesrepublik Deutschland, auch im Ausland, aber uns eben auch in Heidelberg sehr beschäftigt ist, ob wir nicht das Modell der Familie vielleicht noch etwas umfassender denken müssen. Dass, wenn wir von einer Familie sprechen, dass wir dann eben nicht nur die biologisch, genetisch, die Herkunftsfamilie im Auge haben, sondern auch das, was man die erweiterte Familie, die gemischte Familie, vielleicht sogar auch die Wahlverwandtschaften nennt. Freunde, bürgerschaftlich engagierte Nachbarn, die einem sehr nahe sind und die durchaus bereit sind zu sagen, ich werde den pflegenden Angehörigen für die ein oder andere Stunde auch eine gewisse Arbeit abnehmen. Solche, wie wir das nennen, Sorgestrukturen in Kommunen etablieren sich in Deutschland mittlerweile in einem erheblichen Maße. Und diese Sorgestrukturen, also wo eben Nachbarn, wo bürgerschaftlich Engagierte den Familien sagen, wir sind für euch da, wenn ihr für eine, für zwei, vielleicht auch für drei Stunden Entlastung braucht, solche Sorgestrukturen scheinen sehr effektiv zu sein. Und vor allen Dingen jene, die in solchen Sorgestrukturen tätig sind, fühlen sich ihrerseits auch beschenkt durch die Möglichkeit, Familien entlasten zu können. Meine Damen und Herren, uns schwebt vor, dass Kommunen, übrigens auch Krankenkassen, das können die sehr gut, oder Pflegekassen, das können die ja sehr gut in enger Kooperation tun, vielleicht dann eben auch mit Vereinen und Verbänden, dass die sich gemeinsam überlegen, wie können wir noch besser pflegende Angehörige erreichen, wie können wir noch besser Menschen erreichen, die ihrerseits willens sind, bereit sind und fähig sind, bürgerschaftliches Engagement zu leisten, um auf diese Art und Weise engagementbereite Menschen auf der einen Seite und pflegende Angehörige auf der anderen Seite noch viel besser zusammenzubringen, auf dass das entsteht, was man eine Sorgestruktur oder eben auch eine sorgende Gemeinschaft nennt. Meine Damen und Herren, das wird uns in der Bundesrepublik Deutschland, auch in anderen Ländern in Zukunft immer mehr beschäftigen. Weil wir davon ausgehen, dass die familiäre Pflege nicht mehr in diesem Umfang fortgesetzt werden kann, alleine schon aus demografischen Gründen, wie das heute der Fall ist. Das heißt, wir werden auch alternative, erweiterte Pflegestrukturen ins Auge fassen müssen. Und zu diesen erweiterten Pflegestrukturen gehört für mich beispielsweise eben auch dieses Modell der Sorgestruktur. Aber lassen Sie mich das nochmal sagen, das erfordert auf Seiten der pflegenden Angehörigen, nach draußen zu gehen, der Welt etwas darüber mitzuteilen, was man aktuell erlebt, der Welt mitzuteilen, wie verletzlich man ist, der Welt mitzuteilen, wie sehr man eben auch auf Informationen angewiesen ist darüber, was man für einen Menschen mit einer Demenz tun kann, beziehungsweise auf Informationen darüber angewiesen ist, was man auch für sich selbst als pflegende Angehörige beziehungsweise als pflegende Angehörige tun kann. Und wenn Sie solche Fragen stellen, dann werden Sie eben häufig genug hören. Geh in einen Musikkreis, beispielsweise in einen Chor, der angeboten wird für Menschen, bei denen kognitive Einbußen vorliegen oder sogar Demenzerkrankungen vorliegen. Versuche beispielsweise weiter Theater zu spielen, versuche an einem Tanz teilzunehmen, versuche an Sport und Bewegung teilzunehmen. Das heißt, der demenzkranken Person immer auch wieder die Möglichkeit zu geben, im ästhetischen, im sozialen, im ganz natürlich körperlichen Bereich
sehr viele Anregungen zu erhalten und Informationen darüber zu bekommen, inwiefern solche Anregungen auch die Lebensqualität eines Menschen mit Demenz und über diesen dann auch die Lebensqualität des pflegenden Angehörigen positiv beeinflusst, inwiefern solche Angebote dazu beitragen können, dass die vorübergehenden Orientierungsleistungen von Menschen mit Demenz länger erhalten bleiben, über längere Zeiträume erhalten bleiben. Das sind wichtige Hilfen und das sind wichtige Anregungen. Ein Punkt, der uns besonders beschäftigt in der Auseinandersetzung mit der Lebenssituation pflegender Angehöriger, ist folgender. Wir haben viele Angebote, in der Bundesrepublik Deutschland vorbildlich viele, in denen wir Menschen mit einer Demenzerkrankung gut unterstützen können. Wir sagen, diese Angebote müssten vielleicht in einzelnen Regionen, auch in ländlichen Regionen, noch weiter ausgebaut werden. Hier gibt es natürlich ein Stadt-Land-Gefälle, das ist mir schon bewusst. Aber insgesamt kann man sagen, das Angebot, diese Netzwerke sind schon wirklich sehr tragfähig und sehr unterstützend und anregend. Vielleicht, meine Damen und Herren, sollten wir noch einen Punkt besonders beachten, wenn es um diese Angebote geht. Ich kann einem sehr viel Soziales, Medizinisches, Pflegerisches und Rehabilitatives vortragen beziehungsweise dann eben auch zur Anwendung bringen, aber habe vielleicht dann doch den Eindruck, dass die pflegenden Angehörigen noch nicht ganz überzeugt sind. Warum nicht? Wir dürfen über die Vermittlung solcher Angebote einen Punkt nicht aus dem Auge verlieren. Pflegende Angehörige sind existenziell zutiefst betroffen von der Verletzlichkeit des nahestehenden Menschen, den sie begleiten, unterstützen und pflegen. Diese existenzielle Betroffenheit, das heißt, das ist etwas, was mich zutiefst verunsichert, was mich in den Grundfesten meiner Existenz trifft, was mich wirklich fragen lässt, was trägt dein Leben? Diese existenzielle Betroffenheit, dieses existenzielle Fragen müssen wir vielleicht noch stärker machen. Das heißt, dass wir über die ganze Palette von Angeboten sozialer, medizinischer, pflegerischer, rehabilitativer Art nicht vergessen, es geht immer auch um die einzelne Person, die ernst genommen werden will, die verstanden werden will, die begleitet werden will in ihrer existenziellen Betroffenheit. Das heißt, die auch vor uns zum Ausdruck bringen will, wie tief sie berührt, bewegt, vielleicht sogar auch in ihren Grundfesten erschüttert ist und wie wichtig es ist, dass sie im Gespräch mit uns schweigen kann, nach einer Phase des Schweigens vielleicht auch weinen kann, nach einer Phase des Weinens mitteilen kann, wie tief sie das berührt, was sie erlebt, weil das ja auch mit vielen Verlusten verbunden ist, vielleicht auch mit der Frage verbunden ist, was du später auch mal eine solche Erkrankung ist. Bekommen. Und vielleicht, wenn sie mit solchen existenziellen Erschütterungen sich an uns wenden konnte und in uns auch einen Resonanzboden gefunden hat, dann wieder Hoffnung schöpft. Wir dürfen die Situation in der Pflege auch nicht verniedlichen. Wir dürfen nicht so tun, als wäre das so, du nutzt die ganzen sozialen Angebote, die Medizin, die pflegerischen Angebote und dann ist alles gut. Und das wird dann schon. Nein, die Angebote nutzen, aber gleichzeitig offen dafür zu sein, dass mir die betreffende Person sagt, ich bin auch erschüttert. Ich weiß bisweilen auch nicht, wie das weitergehen soll. Aber sie dann eben auch nicht alleine zu lassen, sondern sie darin zu unterstützen, in dieser Situation der Erschütterung auch wieder zu einer neuen Perspektive zu kommen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, die in hohem Maße Not tut. Frau Türke hat ja eben die Corona-Pandemie in ihren Folgen angesprochen. Natürlich, wenn pflegende Angehörige sich immer weiter zurückziehen müssen, gar nicht mehr die Möglichkeit haben, das Haus zu verlassen, weil sie sagen, du gefährdest sonst andere und vor allen Dingen du gefährdest dann eben auch die demenzkranke Person, dann ist das natürlich eine Situation, in der sie zum einen diese wichtigen sozialen Beziehungen nicht vollumfänglich leben können, und in der sie zum anderen eben auch diese existenzielle
Erschütterung auch nicht mitteilen können. Deswegen wir auch als Altersforscherinnen und Altersforscher immer gesagt haben und auch den politischen Entscheidungsträgern vorgetragen haben, seid vorsichtig mit solchen Empfehlungen. Denn gerade bei den älteren Menschen und ihren Angehörigen werdet ihr ein hohes Maß an Verantwortung nicht nur der eigenen Existenz gegenüber, sondern auch anderen Menschen gegenüber erleben können. Und ihr solltet nicht einfach immer wieder sagen, die älteren Menschen sollten sich zurückziehen, weil sie nicht verantwortlich genug mit den möglichen Risikofaktoren der Pandemie umgehen. Da haben wir immer gesagt, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Ältere Menschen haben da zum Teil ein sehr differenziertes Verantwortungsgefühl und wissen auch, sich sehr differenziert und respektvoll und auch mitverantwortlich mit Blick auf den anderen Menschen im öffentlichen Raum zu bewegen. Aber gerade in einer solchen Phase der Pandemie wird Ihnen noch einmal deutlich, wird Ihnen noch einmal fassbar, wie wichtig es ist, dass Angehörige die Möglichkeit haben, nach draußen zu gehen, den Kontakt mit anderen Menschen fortzusetzen, über ihre Erlebnisse, auch über ihre Erschütterung mit anderen Menschen zu sprechen. Ich glaube übrigens, dass der ganze Bereich der Digitalisierung, die Möglichkeit, dass man Veranstaltungen wie diese auch über digitale Medien in die Wohnungen bringt, hier eine sehr wichtige Hilfe herstellen können. Mein abschließendes Wort. Es gibt in der Altersforschung ein sehr interessantes Konzept, schon in den 60er Jahren entwickelt und dann in den nachfolgenden Jahrzehnten immer weiter ausdifferenziert. Das Konzept der filialen Krise und das Konzept der filialen Reife. Da möchte ich noch 2 Minuten etwas zu sagen und komme dann auch zum Schluss meines Vortrags. Filiale Krise, das meint, dass Kinder im mittleren Erwachsenenalter nach und nach die Erkenntnis gewinnen, die Erfahrung machen, dass die Eltern, die sich früher ihnen gegenüber als verantwortlich, als reif, als psychisch auch kräftig erwiesen haben, nun ihrerseits auf Unterstützung, auf Hilfe angewiesen sind, in hohem Maße verletzlich sind. Und in diesem Konzept wird eben dargelegt, dass vor allen Dingen begleitet durch soziale Unterstützung eine psychische Auseinandersetzung mit der Verletzlichkeit der eigenen Eltern, mit der abnehmenden Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der Eltern ansetzen muss. Der Prozess einer Auseinandersetzung, der dazu führen kann, dass die Kinder in der Lage sind zu bejahen, dass die Eltern nicht mehr diese Starken sind, die für sie Verantwortung übernehmen in Notfällen, sondern Menschen sind, die jetzt ihrerseits in besonderer Weise auf Unterstützung, Hilfe angewiesen sind, weil sie eben so verletzlich sind. Und in diesem Konzept wird dargetan, dass die Auseinandersetzung mit der Verletzlichkeit der Eltern, dass diese filiale Krise, wenn man wirklich dieses existenzielle Moment im Auge hat, wenn man mit anderen Menschen einer tiefen Art und Weise darüber spricht, zu einer filialen Reife führen kann, nämlich einer Reife der Art, dass man die Verletzlichkeit der eigenen Eltern anerkennen kann und dass man in der Auseinandersetzung mit der Verletzlichkeit der eigenen Eltern irgendwann auch dahin kommt, das eigene Alter in seinen positiven wie auch in seinen Schattenseiten ausdrücklich zu bejahen. Meine Damen und Herren, haben wir den Blick darauf, was pflegende Angehörige leisten? Haben wir den Blick darauf, was die sozialen, die medizinisch, die pflegerischen, rehabilitativen Angebote leisten können? Und motivieren wir immer wieder pflegende Angehörige dazu, sich an die Welt zu wenden, fragend, hoffend, aufklärend und vor allen Dingen dann auch Zuversicht zeigend, dass sie mit der Situation der Pflege nach und nach auch langfristig zurechtkommen, wenn sie wissen, du kannst dich auf diese Welt verlassen. Die eine sein muss, meine Damen und Herren, die, um in der Terminologie von Immanuel Levinas, einem großen Philosophen, zu reden, eine sein muss, die sich vom Antlitz des anderen Menschen berühren lässt. Aber haben wir immer im Auge, wir können uns nur von dem Antlitz eines anderen Menschen berühren lassen, wenn uns sich dieser andere Mensch nicht nur in seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, nicht nur in seinem Glück und seiner Zufriedenheit, sondern auch in seiner Verletzlichkeit zeigt und zeigen kann.
Ich danke sehr dafür, dass solche Veranstaltungswochen stattfinden und danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie mir die Ehre haben zuteil werden lassen, diese Veranstaltungswochen mit einleiten zu dürfen, die mich in Ihrer fachlichen Kompetenz, aber auch in Ihrer ethischen Rahmung in hohem Maße berühren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Professor Kruse, diesmal habe ich das Geschenk gleich mitgebracht, damit Sie mir nicht gleich wieder aus dem Bild gleiten. Die Insignien der Kölner Seele, sage ich mal. Ein bisschen Farbe, der Kölner Dom, der darf nicht fehlen. Nehmen Sie ihn gerne mit nach Heidelberg. Sie haben hier studiert. Ich denke, Sie haben gute Erinnerungen an Köln. Und Erinnerungen sind natürlich extrem wichtig, gerade bei uns allen Menschen, was wir mit Orten verbinden, was wir mit Zeiten verbinden. Und vielen Dank für Ihre Impulse. Ich hoffe, der Appell geht in die Welt, heute natürlich besonders. Ich bin immer beeindruckt, wie Sie den Bogen schlagen, über philosophische Ansätze, über psychologische Ansätze, bis hin zu klaren Strukturen, die Sie auch kennen. Das ist vielleicht nicht bei jedem Professor, der viel studiert, der Fall. Ich finde, bei Ihnen merkt man, dass Sie Mensch sind und dass Sie diesen Bogen schlagen können und dass Sie die Menschen auch erreichen mit Ihren Worten. Herzlichen Dank dafür und seien Sie noch weiter unser Gast. Sehr gerne. Wenn wir bei Orten sind und Erinnerungen, dann muss ich ein bisschen was zu diesem Ort hier sagen, auch wenn den jetzt nur unser Live-Publikum sieht und Sie an den Bildschirmen vielleicht ein bisschen in der Totalen. Normalerweise würde man sich für so eine Veranstaltung keinen fensterlosen Raum aussuchen. Hier ist es eher dunkel. Ich habe ganz viele Scheinwerfer, die mir ins Gesicht scheinen. Das hat einen besonderen Grund. Wir sind hier im Freien Werkstatttheater in Köln, in der Kölner Südstadt. Und wir haben uns den Ort ausgesucht. Und wenn man so eine Veranstaltung plant, dann sind wir schon mindestens ein Jahr dran. Und man spricht dann schon und überlegt, wo machen wir das dann? Und es gibt hier eine ganz tolle Besonderheit, muss ich sagen, und zwar seit über 40 Jahren das Kölner Altentheater. Und wir sind hier quasi mitten im Wohnzimmer von dem Kölner Altentheater, das hier gegründet worden ist von dem Herrn Scholz unter der Leitung von der Frau Berzau. Und natürlich, wenn man eine Auftaktveranstaltung plant, dann möchte man auch ein bisschen gemütlichen, geselligen, aufmunternden Rahmen bieten. Ja, jetzt sehen Sie mich hier, das ist vielleicht ganz nett, aber aufmuntern und so weiter und gesellig. Ich gebe mein Bestes, aber am liebsten hätten wir das Altentheater natürlich hier live auf der Bühne gehabt. Das war auch so geplant vor einem Jahr. Und wie Sie sich vorstellen können, Altentheater heißt nicht nur so, sondern das sind vorwiegend Seniorinnen und Senioren, die hier schauspielen und das Ensemble, kommt ein Buhruf? Nein, das Ensemble hier stellen und die natürlich jetzt auch ganz besonderen Herausforderungen und natürlich auch Schauspielen mit Abstand und in der Zielgruppe quasi, in der Risikogruppe sich befinden. Alles etwas schwierig, insofern kann ich Ihnen das Altentheater leider nicht live präsentieren. Wir haben aber einen kleinen Einspieler, sodass Sie sich mal ein Bild machen können, was da so passiert. Der geht nur ein paar Minuten und dann würde ich gerne noch die Leiterin des Ensembles ein bisschen was fragen im Anschluss, sodass Sie einen kleinen Eindruck haben, warum wir auch hier heute tagen und sind und dass auch das Altentheater hier im Freien Werkstatttheater ein bisschen zu Wort oder zu Bild kommt. Erstmal der Film und dann Frau Berzau. Mich hat es als Kind immer an den Rhein gezogen. Habe sehnsüchtig den Schiffen hinterhergeschaut. Ich wollte nur weg, weg. Im Kaufhaus Altdorf gab es immer eine große Abteilung Orientteppiche.
und Großvater setzten sich als PR-Maßnahme ins Schaufenster, um den Leuten zu zeigen, wie man Orientteppiche knüpft. Mut vor allem und innere Jugend, danach die Tugenden anderer Art. Das Alter schleicht den Menschen auf dem Fuße nach. Das Alter schleicht den Menschen auf dem Fuße nach. Das Alter schleicht den Menschen auf dem Fuße nach. We are from the Academy of Anti-Aging Medicine. Meine Damen und Herren, ehe Sie dich jubeln, dann vergessen Sie Ihr wahres Geburtsdatum. Das Wetter soll wieder schlechter werden. Ja. Ich merke auch ganz schön meine Knochen. Die Gelenke. Und das Kreuz. Ja. Die Hüften. Das Genick. Die Schultern. Die Knie. Die Knöchel. Und die Füße. Und die Finger. Ja. Endlich habe ich Zeit, mich meinen Krankheiten zu widmen. Jetzt kann ich sie so richtig genießen. Theater spielen ist unsere Leidenschaft. Die Bühne ist unser Leben. Unser Leben ist die Bühne. Ja, Frau Berthau, ein Applaus für Sie, für Ihr Ensemble, den Sie bitte an die Damen und Herren weitergeben. Und stellvertretend für das Ensemble stehen Sie heute hier. Ich habe mir erlaubt, Sie nochmal hier auf die Bühne zu holen, um ein paar Fragen zu stellen. Glaube ich, nutzen wir die Zeit, dem Publikum ganz kurz vorzustellen, was das Altentheater ist und was es vor allem ausmacht. Vielleicht sagen Sie mal einmal kurz, ich sagte es gerade schon, über 40 Jahre hier am Standort. Wie alt sind die Menschen, die sich hier engagieren? Also das Altentheater wurde ja vor über 40 Jahren, 1979, gegründet von Dieter Scholz und Edelgard Seebauer, beide Schauspieler am Freien Werkstatttheater. Das ist eine lange Zeit natürlich. Jetzt aktuell hat das Ensemble, das sind 22 Menschen im Alter zwischen 66 und 90 Jahren, also ein großes Altersspektrum, das ist sehr bereichernd, auch weil die Menschen aus sehr unterschiedlichem Hintergrund, beruflich, privat kommen und auch was schon auch das Besondere in der Kultur ist, es sind fast die Hälfte Männer. Ja. Das ist wirklich besonders. Und was es für sie ausmacht, ich denke im Alter nochmal so etwas Neues anzufangen, sich auf einen Prozess, auf einen künstlerischen Prozess der besonderen Art, wie wir es machen, sich einzulassen, das ist einfach ein Abenteuer. Das heißt, sich mit Lebensgeschichte, mit Erinnerungen, mit gesellschaftlichem Engagement zu beschäftigen, Bilanz zu ziehen aus der Perspektive des Alters und dann aber sozusagen experimentell mit der künstlerischen Leitung Ausdrucksformen zu finden, Szenen zu entwickeln, die dann wieder kollektiv auch für ein Publikum verständlich sind. Publikum ist natürlich was ganz Wichtiges, im Mittelpunkt stehen, Rampenlicht haben, was im Alter oft natürlich weniger ist. Und andererseits ist aber auch der Zusammenhalt, die Gruppe ist ganz, ganz wichtig. Das Zusammenspiel, das erfordert ja ganz viel an Kompetenzen und Theaterspiel erhält ja einfach auch Kompetenzen oder bringt auch ganz neue hervor. Und jetzt in Corona-Zeiten ist das natürlich nochmal ganz wichtig. Wir haben nach dem ersten Lockdown im Anfang Mai wieder angefangen, in Kleingruppen zu arbeiten, mit alten, neuen Kommunikationsformen, mit spielerisch auch mit Abstand umzugehen. Eine Filmdokumentation entsteht gerade unter dem Titel Vom Können, Wollen und Dürfen. Jetzt aktuell machen wir auch weiter in Kleingruppen, natürlich immer noch nicht öffentlich, mit Sabine Falter, einer Musikerin, ein Projekt. Unsere Sehnsucht hat Bilder und ich denke, auch da fängt man natürlich die jetzige Zeit ein. Und ich denke auch, die zukünftigen Projekte werden auch diese Zeit widerspiegeln. Und wir haben sogar auch einen Ausflug in biografisches Malen gemacht. Wunderbar. Also Sie haben quasi alle meine Fragen schon beantwortet. völlig egal.
Da merkt man, sie haben Bühnenerfahrung. Ich finde, sie, das merkt man, das sprüht. Das heißt, sie kommen mit den Einschränkungen, die jetzt da sind, ganz gut zurecht, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade für ihre Schauspielerinnen und Schauspieler das auch ganz viel Tagesstruktur ist, Termine zu haben. Sie sprachen das Gesellige an, natürlich im Kontakt zu sein mit den anderen. Merken Sie da auch, dass sich bei den, der einen oder anderen vielleicht auch was verändert? Bleiben Sie da auch, ohne dass Sie auftreten können, aneinander dran? Wie schaffen Sie das? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Es, man darf auch nichts beschönigen. Also diese Corona-Zeit verstärkt auch vieles, auch verstärkt eben auch Schwierigkeiten, verstärkt auch Alterungsprozesse. Und es gibt auch über das Theater hinaus, über das Theaterspiel hinaus, auch persönliche Kontakte, die auch absolut wichtig sind. Ich wollte noch was von einer Gastspielerfahrung erzählen, die mich sehr berührt hat. Wir machen in der Regel immer ein Nachgespräch nach den Stücken. Und dann hat sich eine Frau im Publikum gemeldet, die dann gesagt hat, das, was wir gespielt haben, würde ganz auch ihrem Leben entsprechend das widerspiegeln. Und nachher habe ich erfahren, das war eine Frau, die nach 2 Jahren zum ersten Mal wieder gesprochen hat und danach auch bis zu ihrem Tod nie mehr gesprochen hat. Also, da habe ich Gänsehaut bekommen. Das zeigt doch, wie also einfach Menschen abgeholt werden über dieses sehr persönliche, lebensnahe Theaterspiel. Ja, das ist natürlich auch eine ganz besondere Ausdrucksform, die nicht nur ihren Schauspielerinnen und Schauspielern sehr viel bringt, sondern natürlich auch ihrem Publikum. Und ich durfte letztes Jahr sogar noch bei ihrer Premiere oder der besonderen 40 Jahre Revue quasi dabei sein, wo sie so viele Szenen aus dem Alltag, aus den ganzen Stücken, die sie gespielt haben, ja, wiederbelebt haben. Das war sehr, sehr eindrucksvoll und ich möchte mich stellvertretend hier herzlich bedanken, dass Sie diese Arbeit tun, dass Sie da Vorreiter waren, vielleicht auch noch sind, dass Sie gut durchhalten, dass Sie, das höre ich raus, ein sorgendes Ensemble sind. Das ist ein Vorbild für uns als sorgende Gesellschaft. Professor Kruse hat es gerade angesprochen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, heute dran zu bleiben, im Gespräch zu bleiben, auf welchem Kanal auch immer. Und die Theater haben es schwer momentan. Ihr ist sicherlich noch mal in einem besonderen Maße. Und wir wünschen Ihnen da für die Zukunft auf jeden Fall nicht nur Durchhaltevermögen. Sie, ich merke ja schon, Sie sind extrem flexibel, aber gute Gesundheit, immer Freude an der Arbeit und gutes Gelingen und auch wieder ein volles Publikum hier. Ja. Dankeschön. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Genau. Also über 40 reicht nicht. Seit über 41 Jahren ist das Altentheater. Es kommt auf jedes Jahr an. Ich gebe Ihnen völlig recht. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Sehr, sehr gut. Nein, es ist ganz wichtige Arbeit, die hier schon lange, lange passiert. Machen Sie sie sichtbar. Sichtbar machen ist ein gutes Stichwort, weil es gibt Sophie Rosentreter. Und die macht das Thema Demenz sichtbar und die macht auch das Thema pflegende Angehörige sichtbar. Und zwar auf ganz besondere Weise, angeregt durch ihre eigene Erfahrung mit ihrer Großmutter und ihrem eigenen beruflichen Background, hat sie etwas geschafft, was, ja, wo wir uns im sozialen Bereich vielleicht immer ein bisschen schwerer mit tun. Vor allem Technik, Digitalisierung und alle modernen Kanäle und Medien zu bespielen, um das Thema sichtbar zu machen, auch bei Altersgruppen, die vielleicht offensichtlich noch nicht so direkt betroffen sind. Also auch bei jüngeren Menschen, bei Menschen, die wir über andere Kanäle erreichen müssen. Wir im sozialen Bereich, sage ich mal, wir tun uns da noch ein bisschen schwer oder tasten uns hier und da ran. Aber sie hat das geschaffen, glaube ich, wirklich jetzt seit vielen, vielen Jahren auch dem Thema Demenz noch mal ein besonderes Gesicht zu geben. Und sie ist Mutmacherin für viele pflegende Angehörige mit verschiedensten Formaten, trägt sie einfach dazu bei, Angebote sichtbar zu machen. Das, was wir vielleicht klassisch mit Flyern machen, auch mit Filmen, sehr viel filmische Umsetzung, weil das erlebe ich selber in Projekten. Man kann ganz, ganz viel darüber sprechen, aber wenn man mal sieht, was so passiert, erreicht man Menschen ganz anders, vor allem emotional, und sie verstehen auch eher, was ist damit gemeint. Und ganz lange Worte zu Sophie Rosentreter, die aus Hamburg angereist ist und den nächsten Vortrag bestreitet. Demenz mit Leichtigkeit begegnen. Sophie, ich freue mich persönlich sehr, dass du hier bist.
Die Bühne ist dein, du kennst das. Lass es krachen. Lass es krachen, so wurde ich tatsächlich noch nie anmoderiert. Vielen Dank. Ich lasse es krachen. Liebe Frau Bürgermeisterin, es ist mir eine Ehre, Sie heute kennenlernen zu dürfen. Lieber Professor Kruse, ich darf nach Ihnen sprechen. Wahnsinnig, ich freue mich sehr. Enne Türke, danke dir und deinem Team für das, was ihr macht und danke für die Einladung. Ja, ich habe Ihnen diesen Vortrag mitgebracht. Das kommt auf Sie zu. Ja, funktioniert. Und mein Vortrag heißt Demenz mit Leichtigkeit begegnen. Einige, weiß ich, reagieren da, wie kann das sein? Leichtigkeit und Demenz, das passt doch gar nicht zusammen. Und ja, ich will es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber Leichtigkeit, damit meine ich Wissen. Je mehr Wissen wir haben, umso leichter wird die Situation. Und ich versuche Ihnen heute einen kleinen Koffer mitzugeben, den Sie dann imaginär immer wieder aufmachen können und aus dem Sie sich bedienen können. So, das ist meine Geschichte, aus der ich komme. Hier sehen Sie meine Familie, meine Mutter, meine Großmutter und mich. Ja, meine Großmutter hieß Ilse, deshalb auch Ilses weite Welt. Und Demenz war der ungebetene Gast, der alles durcheinander brachte. Und was haben wir gemacht? Heute haben wir schon öfter gehört, wir haben uns zurückgezogen, wir haben uns isoliert, weil natürlich war das peinlich, was auf einmal bei uns passierte. Und auf einmal fürchtete ich mich vor meiner eigenen Großmutter. Ich hab mich in der Wohnung versteckt, um ihr nicht zu begegnen, weil ich diesen Ausdruck in ihren Augen nicht verstanden habe und nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte. Das war furchtbar. Und dann ist man in so einem Teufelskreis drin. Und dann wird man sauer. Und dann ist man sauer über sich selber, dass man so reagiert hat. Aber weiß ich nicht weiter zu helfen. Wir waren völlig überfordert mit dieser Situation. Wenn beispielsweise meine Großmutter morgens nach unten kam, sie wohnte im zweiten Stock, wir unten im Erdgeschoss, da stand ein fremder Mann heute Nacht bei mir und hat mich die ganze Nacht beobachtet. Was haben wir versucht, sie in die Realität zu holen, unsere vermeintliche Realität, und zu sagen, Omi, denk doch mal nach. So ziemlich der dämlichste Satz, den man zu einem demenziell veränderten Menschen sagen kann. Denk doch mal nach, kann doch gar nicht sein. Wir haben Schlüssel, du hast einen Schlüssel, da steht keiner bei dir. In ihrer Welt stand da jemand die ganze Nacht und hat sie beobachtet, weil da vielleicht ein Bademantel falsch hing und noch ein Schatten dazu und eine Erinnerung. Dann bastelt sie sich da jemanden hin. Da hätte ich anders reagieren müssen. Oh Gott, du Arme, da hast du Angst gehabt. Ne? Nicht sagen, ja, das ist richtig, was du gesehen hast, sondern ja, ich verstehe dich, dein Gefühl. Ja, Unwissenheit, das hat dann zur Folge gehabt, dass wir krank wurden. Meine Mutter wurde krank nach der Pflege meiner demenziell veränderten Großmutter und ist 2 Jahre und einen Tag nach ihrem Tod auch verstorben an den Folgen von Krebs. Und einen Monat nach dem Tod meiner Mutter bin ich selber an Krebs erkrankt. Ein ganz großes Melanom hatte ich in der Kniekehle, da wo man sich selber nie anguckt. Und zum Glück mein damaliger Lebenspartner das gesehen hat und gesagt hat, du gehst auf jeden Fall zum Arzt. Und ich meinte, Moment, ich war gerade wirklich monatelang beim Arzt, ich habe keine Lust. Und zum Glück hat er mich dahin geschleppt, war kurz vor dem Streuen. Lymphknoten wurden mir noch rausgenommen. Was ich damit erzählen will, und dazu gibt es ganze Studien, pflegende Angehörige, die sich nicht Hilfe holen, die werden selber oft zum Pflegefall. Stress macht noch mehr Stress und macht krank. Deshalb, ja, nehmen Sie Hilfe an, die es da draußen gibt. Es ist ein anstrengendes Umlernen, auf jeden Fall. Es ist vielfältig, es ist in ganz vielen Bereichen, muss man neu dazulernen. Aber es lohnt sich, weil, wir haben es heute schon gehört, man kann daran wachsen. Es gibt neue Tiefe in dem Leben und auf einmal stellt man sich neue Fragen und stellt seine Werte auch in Frage und das ist gut so. Um Menschen mit Demenz zu begegnen, bedarf es Ehrlichkeit zu sich selber, aber auch zum demenziell veränderten Menschen. So, ich drücke und es passiert nichts. Wohin muss ich denn drücken? Da. Das ist Erich Schützendorf, den Sie jetzt schon sehen, einer der Kommunikationsexperten rund um die Kommunikation mit Menschen mit Demenz. Und den fragte ich denn auch mal gerade in diesen Corona-Zeiten, so, was brauchen denn auch pflegende Angehörige und wie weit kann ich denn auch zeigen, wenn jemand mich verletzt? Darf ich das zeigen? Ja, weil das ist auch wieder Augenhöhe, nicht von oben herab.
Film ab. Aber man kann auch seine Hilflosigkeit zeigen, seine Ratlosigkeit zeigen. Man kann auch zeigen, dass man verzweifelt ist oder sehr, sehr traurig ist. Und erstaunlicherweise, das erlebt man immer wieder, übernehmen dann die Menschen mit Demenz das Kommando und trösten einen. Ja, weil sie genau merken, er ist jetzt traurig oder weint oder braucht Zuspruch. Und das können die ja. Also sie sind ja, wo der Verstand weg ist, dann wird man zum Experten der Gefühle. Und es ist so schade, dass man dann seine eigenen Gefühle nicht zeigt, wenn man denkt, wenn ich jetzt meine Hilflosigkeit oder Ratlosigkeit zeige, dann hat das noch mehr negative Wirkungen auf meinen Menschen. Nein. Okay, nächste Folie. Ja, also Begegnung auf Augenhöhe ist wichtig, selbst wenn er irgendwann oder sie nicht mehr sprechen kann. Trotzdem begegnen Sie sich bitte auf Augenhöhe. Ehrlichkeit zu sich und dem Gegenüber. Und bitte sprechen Sie über Demenz. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben uns zurückgezogen. Aus Unwissenheit, aus Scham, aus Angst, aus Wut, aus all diesen Dingen, die ich schon erläutert habe. Machen Sie es zum Thema. Und ja, sprechen Sie auch mit dem Betroffenen direkt nach der Diagnose darüber, weil die Menschen sind ja noch da. So, also, und man kann sie noch erreichen. Und gerade am Anfang kann man mit ihnen darüber sprechen, was willst du im Jetzt, was willst du in der Zukunft? Lass uns Wohnformen angucken, ob eine WG, ob ein betreutes Wohnen, ob die ambulanten Unterstützung. Also sprechen Sie über Demenz auch mit Ihrer engen Familie, mit den Freunden und mit den Nachbarn und der Gesellschaft an sich. Das heißt, gehen Sie zusammen zum Bäcker nebenan und sagen, wissen Sie, wenn mein dementiell veränderter Ehemann hier demnächst mal vorbeikommt, mehrmals am Tag oder in der Woche und Brötchen möchte, geben Sie sie ihm. Ich bekomme einmal in der Woche vorbei und bezahle. Machen Sie es zum Thema. Gehen Sie ins Restaurant, machen Sie das zum Thema. Die meisten Menschen wollen ja auch helfen und unterstützen. Sie wissen bloß nicht wie. Und deshalb reichen Sie die Hand zum Unterstützen. Was ganz wichtig ist, ist auch diese positive Aktivitätenplanung. Was kann ich für mich tun, damit es mir besser geht? Und ja, da gibt es auch Krankenkassen, die zum Beispiel Yoga für pflegende Angehörige mit unterstützen finanziell. Nutzen Sie sowas? Was tut dir gut? 4 Pfoten für Sie oder andere Sachen? Und was können wir gemeinsam machen? Und da gibt es Reisen, die angeboten werden oder wir tanzen wieder, davon werde ich auch noch berichten. Ganz wichtig auch Kommunikationstraining. Ich hatte ja keine Ahnung, was es gibt. Die integrative Validation, die Validation, Erich Schützendorf, der eine wunderbare Art und Weise hat zu kommunizieren, der spricht zum Beispiel von Flirten. Und Flirten ist wie Feenstaub. Flirten Sie mit Menschen mit Demenz. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil man ist ja, kümmert sich die ganze Zeit. Hast du schon Tabletten genommen, warst du auf der Toilette und die Beziehungsebene geht verloren. Weil man zu sagen, boah, du siehst heute aber gut aus. So flirten Sie mit Ihrer Mutter, flirten Sie auch mal mit jemandem im Heim, den Sie begegnen. Das tut Ihnen gut und das tut uns gut. Und zur Validation erzähle ich immer gerne ein Beispiel. Ich habe Naomi Feil gesehen vor etlichen Jahren in Berlin. Früher stand ich für Rockbands an, jetzt stehe ich für Demenzexperten an. Und ja, es waren etliche hunderte Leute gekommen und sie fragte mal wieder, und jemand hier auf der Bühne, der mich unterstützen will? Und ich dachte mir, ja, wieso nicht? Ich habe mich gemeldet, sie hat mich drangenommen und sie hat 2 Dinge mit mir gemacht, ja. Sie hat mich hier gestreichelt, diese kleine, große Dame stand vor mir und hat mich hier gestreichelt. Das ist der Ort, wo eine Mutter oder der Vater ein Kind streichelt. Und jede Zelle erinnert sich daran, beschützt zu sein, Urvertrauen zu haben. So, sie streichelt mich hier und dann singt sie mir ein Wiegelied, was meine Großmutter und meine Mutter mir immer früher gesungen haben. Und es hat keine 2 Minuten gedauert und ich stand vor Hunderten von Menschen und habe Rotz und Wasser geheult. So, nicht jeder möchte so angefasst werden. Das ist auch wieder individuell und tagesabhängig und natürlich auch von einer anderen Person. Aber trauen Sie sich. Sie müssen diese neuen Wege erlernen und dann wird es eine große Bereicherung. Ja, Glücksmomente schaffen. Schaffen Sie sich, wir haben diese Inseln schon gehört, schaffen Sie sich Inseln des Glücks.
selber. Das heißt, ich stelle mir heute extra das schöne Geschirr hin, mache es mir schön. Ich mache meine Pause auf dem Balkon mit dem leckeren Tee, den ich so gerne mag, und setze mir klassische Musik auf. Die Sandra Manz, die gleich noch zu Wort kommt, auch eine Kommunikationsexpertin, die sagt zum Beispiel: Schaffen Sie sich ein Glas an, wo Sie Glücksmomente im Alltag aufschreiben. Was weiß ich, der Termin von dem Arzt, den habe ich heute schnell bekommen. So Kleinigkeiten, die man übersieht im Pflegealltag. Das, was gut läuft, aufschreiben in ein Glas, und wenn es mal schlecht läuft, dieses Glas nehmen und mal so einen Zettel rausnehmen und sagen, ach ja, gibt ja auch Momente, die gar nicht so schlecht sind. Und was auch schön ist, sie empfiehlt einen Luftballon, blasen Sie einen Luftballon auf, lassen Sie ihn in der Wohnung rumliegen und jedes Mal, wenn Sie an diesem Luftballon vorbeikommen, stoßen Sie ihn an, machen Sie kurz was damit. Das unterbricht so dieses Gedankenmuster, was man oft hat, und es kommt etwas Leichtigkeit rein. Ja, die Macht der Worte, ganz wichtig, wenn wir nur mit, es ist schwer, krank, furchtbar, mühsam, diese Worte machen was mit uns. Seien Sie sich dessen bewusst, dass wenn Sie jedes Mal, wenn Sie Danke oder Herzenswärme oder Leichtigkeit sagen, das macht was mit Ihnen und Ihrem Immunsystem. Und ja, jetzt lasse ich Sandra Manz zu Wort kommen mit Hilfe. Ach nee, erst gibt es noch diese wunderbare Zeichnung, die ich dann doch auch sehr deutsch finde. Ja. Selbst in den schwierigsten Phasen können wir unser eigener Schmied, der Schmied des Glückes sein und es schaffen, ja, schöne Momente miteinander oder für sich selber zu erleben. Aber das geht nur durch Wissen und Unterstützung. Sandra Manz, bitte. Welche Tipps kannst du denn für pflegende Angehörige nochmal mitgeben? Ich empfehle auf jeden Fall, mir ein paar Menschen ins Gedächtnis zu holen, mit denen ich tatsächlich regelmäßig gute Gespräche führe, am Telefon zum Beispiel oder jetzt eben über die digitale Wege, bei denen ich mich etwas, also entladen vielleicht, aber auch entspannen kann und andere Impulse reinbekomme, über die ich nachdenke, über die ich spreche. Auf keinen Fall wieder mit jemandem, mit der besten Freundin oder wie auch immer, über die schwere Situation zu Hause sprechen, weil dadurch das wieder verstärkt wird, was ja eh schon im Moment etwas schwerer ist. Okay, da frage ich nochmal nach, weil die beste Freundin rufe ich ja eigentlich an, um mich zu entladen. Aber da mir bewusst vorher machen, etwas anderes mir zu holen und nicht in das Thema reingehen, das ist das Wichtige. Ja, du könntest sogar mit der Freundin vereinbaren. Also du könntest sagen, hör mal zu, also gönne mir 5 Minuten, ja, wo ich mal so, weiß ich nicht, den Überdruck rauslasse, und dann erinnere mich bitte daran, dass wir jetzt über was anderes sprechen. So, und die nächste Folge. Und jetzt möchte ich, jetzt möchte ich Menschen mit Demenz zu Wort kommen lassen. Wir sprechen so sehr über sie, und ich möchte jetzt Ihnen mal das Wort geben. Und ich muss sagen, mittlerweile liebe ich diese Begegnung so sehr, und das ist mein Motor, und darin finde ich mich selber wieder. Während ich früher, als ich das erste Mal im Pflegeheim betreten habe, weil wir meine Großmutter abgeschoben haben, wir waren schlechte Menschen, wir hatten versagt, wir haben sie abgeschoben, und mit diesem schlechten Gewissen kommst du da rein und siehst Dinge, die du dein Leben lang noch nie gesehen hast, und hörst Sachen, die du nie hören wolltest, riechst Dinge, die du nie riechen wolltest, und das ist für mich wirklich wie Zombieland damals gewesen. Und mittlerweile hat sich das durch das Wissen komplett geändert. Und ich möchte eine Sache kurz erzählen. Ich war in einem Pflegeheim. Ich suche dann immer Zeit, ganz alleine dort verloren zu gehen vor meinen Schulungen. Und bin oben im 2. Stock in so einem Gemeinschaftsraum, der ganz düster ist. Und da liegen 2 dementiell veränderte Personen auf 2 Liegen. Und das war kein schöner Anblick. Es waren überall Flecken zu sehen, es roch nicht schön, die Zähne waren draußen, und ich gehe zu diesem Herrn, der da liegt, weil ja, diese 5 Minuten Zeit habe ich, und nehme seine Hand, und Tonalität, ganz wichtig, es war egal, was ich spreche, denke ich, sondern es war wichtig, wie ich es gesprochen habe, und es war ein unglaublicher Moment, als dieser Herr
ich guckte ihnen in die Augen und die schienen so weit weg. Und dann auf einmal, wie ein Wal aus dem tiefsten Ozean, tauchte er langsam auf und schwupps war da. Und diese Verbundenheit, dieser Mikromoment der Verbundenheit, den wir geteilt haben, das war so intim und so herzlich und so wunderschön. Und davon zehre ich noch heute. Das ist mein Motor. Wir in der Begegnung sind kontrolliert. Wir nehmen Rollen an. Wir sind Mutter, Freund oder Referentin, wie gerade. Wir können es kontrollieren mit unserem Verstand. Und wenn der Verstand abhanden kommt, dann bleibt das Gefühl. Und darüber sind wir erreichbar. Und als nächstes lasse ich Irene Nessler zu Wort kommen. Sie war Künstlerin und Lehrerin und Ehefrau und Mutter und hatte eine demenzielle Veränderung und ich habe mit ihr auch über die positiven Seiten gesprochen. Film ab. Und Sie haben einen sehr schönen Spruch gesagt, in der Demenz verliert man viele Dinge und ist auch wirklich darüber aufgeregt und dann kann man sich aber umso stärker auch freuen, wenn man die Sachen wiederfindet. Oh ja, das ist wirklich, das kannte ich früher nicht. Ich habe gerade hier abgebissen von dem Kuchen, aber nun ist er weg. Jetzt ist er nicht mehr auf dem Teller. Ach, da ist er ja. Und das ist wirklich diese Wiedersehensfreude mit Dingen. Klingt sehr albern, aber nein, ist wirklich ist eine neue Erfahrung. Ja. Und Sie gehen, glaube ich, auch zum Sport. Und da hatten Sie mir das letzte Mal, wir hatten ja schon ein Kennenlerngespräch, da haben Sie mir erzählt, dass in diesem Sportclub einige Damen gerne auch rumgehen und sagen, ich habe Alzheimer. Ja. Ist das so? Ich habe mich anfangs geniert, dahin zu gehen und zu sagen, dass ich dement bin. Die Ärztin hätte mir das so gesagt. Und dann haben die gesagt, die anderen, die ja schon lange sind, ach, weißt du, wir sind alle dement. Und wenn du häufig und regelmäßig hier zum Turnen kommst, dann geht's dir besser. Dann bist du auch so fröhlich wie wir. Da wird nur gelacht und gescherzt und wirklich. Das ist schon eine Atmosphäre, die sehr erfrischend und wohltuend ist. Irene Nessler ist 3 Monate nach diesem Interview, wollte sie unbedingt noch mal in der Elbe baden gehen. Und ist in die Fluten gestiegen, mit Unterstützung natürlich, mit Begleitung und ist nicht mehr lebend rausgekommen, hatte dort einen Herzinfarkt. Aber eine schöne Art und Weise zu gehen, das war ihr größter Traum nochmal und so ist sie gegangen. Also schwimmt jetzt ihre Seele auch in der Elbe noch mit ein Stück umher. So, der Demenzknicke, ich glaube, er kommt von der Alzheimer-Gesellschaft. Ich finde ihn sehr gut und wichtig. Ich möchte hier auf 2 Sachen eingehen und zwar in der Mitte steht, ich spreche nicht in Wir-Form. Wir gehen jetzt baden. Wenn wir baden gehen, dann sagen Sie das. Wenn das bedeutet, ich begleite dich und helfe dir, dann sagen Sie bitte das. Also Menschen mit Demenz sind ja nicht dumm. So, und deshalb bitte seien Sie da auch sehr ehrlich. Dann die Gestik, Mimik, die Tonalität, das sind unsere Wege, das ist Handwerkszeug, das sind die Möglichkeiten zu kommunizieren. Und der Erich Schützendorf bedient sich da auch immer aus dem kleinen Prinzen mit dem Satz, die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Und das ist wunderbar für Menschen mit Demenz zu nutzen. Oh Gott, ich habe diese Vorträge, diese Monologe bei meiner Großmutter. Ich stand da und habe eine Stunde erzählt von dem, was passiert war und hier rein, da raus. Ich hätte die Zeit ganz anders nutzen sollen und lieber einfach nur halten, streicheln, tanzen, fühlen, spüren, erinnern. Ja, und nicht über den Kopf hinweg sprechen. Wenn ich mit dabei bin und Sie sprechen mit dem Arzt, dann ich bin noch da, auch wenn ich nicht mehr sprechen kann. Sprechen Sie nicht über meinen Kopf hinweg. Eine weitere Dame habe ich interviewt und zwar nach dem Wir tanzen wieder, nach dem Tanzkurs. Das ist auch ein so tolles Projekt, das ist Tanzen für pflegende Angehörige und für dementiell Veränderte. Sie begegnen sich wieder auf Augenhöhe, erinnern sich und wir haben die ganze Stunde durchgetanzt. Ich war schweißgebadet und total glücklich. Ja, mir als gesunden Mensch tat es genauso gut und es war Freude und es war bunt in diesem Raum. Und dann habe ich diese Dame noch kurz interviewt, auch dementiell verändert und ist ganz schön, was sie sagt. Sie haben so toll mitgetanzt. Wie ist denn das für Sie? Bringt Ihnen das Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und was bringt Ihnen daran Spaß? Was ist das Schöne? Weil ich weiß, dass ich darum tanzen gehe. Weil im Tanzen ist es eine gute Sache. Ja, ne? Und dann muss ich hier hingehen und möchte da hingehen. Ja. Und dann bin ich zufrieden. Ja, ne? Auch wenn ich nicht auch mal so, mal so, mal ja. so. Und ja, dann ist das so. Aber hier tut es gut, oder? Ja, hier das ist das total, total gut. Und natürlich, ja. wir lachen auch. Und ja. Und das tut nicht nur dem Herzen gut, sondern auch dem Körper, genau, ne? Auch das. Und Sie erinnern sich auf einmal auch wieder an ganz viele Dinge, oder? Ja, ja, klar. Und das tut gut. Ganz, ganz viel gut. Ganz viel gut tut das, ja. Ein paar der Projekte, die ich empfehlen kann, ist eben Wir tanzen wieder, wobei vor Jahren hatten wir das Gespräch, dass ganz viele Tanzschulen sich dagegen wehren, so etwas anzubieten, weil es könnte ja sein, dass dann die Jungen wegbleiben, wenn die wissen, dass wir hier so ein Projekt für Menschen mit Demenz anbieten. Spiegel unserer Gesellschaft, daran sind wir dann wiederum alle schuld, das kann doch nicht sein. Generationsbrücke Deutschland, Wahnsinn, Kindergärten, die mit stationären Einrichtungen Patenschaften übernehmen und Kinder und Jugendliche ganz spielerisch lernen, mit Alter, Pflege, Krankheit, Tod umzugehen. Ich finde, das ist ein Muss für jeden Kindergarten, es ist ein Muss für jede Schule, solche Projekte zu initiieren und zu begleiten. Kulturisten hoch zwei, das Silbernetz, Konfetti im Kopf, Theater für Menschen und mit Menschen mit Demenz, Kunst gibt es, Kunstwerkstätte, wo man malen kann gemeinsam. Und es gibt eben auch vier Pfoten für Sie. Und ich habe nun auch einen Hund schon ewige Zeiten und immer wieder dann einen neuen, weil leider sterben sie ja irgendwann. Aber wir haben auch gerade filmisch das begleitet. Martin Rütter hat auch noch viel dazu gesagt. Aber ich zeige jetzt mal kurz diesen Ausschnitt, was es mit der Dame macht, die alleinstehend ist und alleine in ihrer kleinen Wohnung hockt und einmal in der Woche Besuch von vier Pfoten für Sie bekommt. Filme einfach gut, oder? Ich freue mich, wenn er kommt. Ja. Ne? Wir verstehen uns. Ja. Ne? Du bist nicht böse mit mir. Ich will anderen Mut machen, die vielleicht auch alleine sind, so etwas in Anspruch zu nehmen. Wenn man Tiere liebt und es gewöhnt ist, welche um sich zu haben, dann ist es schön, wenn man im Alter auch noch ein Tier hat. Maria, beschreib doch mal, wie sehen so eure Besucher aus? Das ist ganz unterschiedlich, was wir machen. Wir quasseln meistens. Genau, Frau Essen hat die Antwort schon geliefert. Meistens, ja. Auch der Ehrenamtlichen gibt es ganz, ganz viel. Das ist nicht eine Einbahnstraße. Es gibt allen Beteiligten ganz viel. Und ohne Ehrenamt wird unsere Zukunft nicht gestaltbar sein. Insofern bitte bleiben Sie stehen. Und helfen Sie, dann wird Ihnen selber auch geholfen. So, ich möchte einmal kurz Demenz als Spiegel unserer Gesellschaft noch Ihnen mitgeben, das, was ich so teilweise sehe und erlebe. Wir sind eine Fortschrittsgesellschaft, höher, schneller, weiter, ich an vorderster Front. Das ändert sich gerade ein bisschen, es bricht auf und das ist gut so. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, und zwar der nächste Film, den wir gleich sehen werden, ist zum Thema Sex und Demenz. Wir hören mal kurz rein. Gabi, vielen Dank, dass du dir heute für uns Zeit nimmst. Mal gleich vorab, Zärtlichkeit, Sexualität und Demenz. Geht das? Gehört das zusammen? Darf das zusammengehören? Auf jeden Fall. Es wäre doch schlimm, wenn nicht. Das Gute ist ja, auch mit so einer Erkrankung bleiben die Bedürfnisse und die Gefühle gleich. Was passiert denn, wenn ich diese Bedürfnisse nicht bediene, beziehungsweise nicht erkenne, nicht wahrnehme? Was kann passieren? Ist ganz unterschiedlich, aber ich glaube, die Isolation und die Traurigkeit steht an erster Stelle. Ja. Diese Zurückgezogenheit und jetzt sagen, ach Mensch, und mir geht es einfach nicht gut. Und dann kommt es natürlich auch passieren, je nach welcher Art der Erkrankung vorliegt, werde ich wütend drüber, ja? Ey, das, Mann, das macht mich echt sauer, dass das hier jetzt irgendwie nicht mehr geht, entweder mit meiner Partnerin oder mit jemand anders, dass ich das mir jetzt einfach versagt bleibt. So, und die Reaktionen im Netz sind folgende gewesen.
Bei Demenz hat man andere Probleme. So ein Schmarrn, so ein Schwachsinn, als ob Demenzerkrankte noch Lust auf Sex hätten. Unglaublich, so ein Schwachsinn. Hinter dir ist Wasser, ich bitte dich, spring rein. Das ist die Masse. Und das kann nicht sein. Natürlich habe ich auch im Alter noch Bedürfnisse. Und die Gabriele Paulsen hat eine Sexualassistentenagentur, Nesita. Wie viel Gegenwind die bekommt. Wahnsinn. Und dabei ist das so ein wichtiger Thema. Aber das zeigt, wir alle sind gefragt. Das ist nicht immer nur die Politik, die machen muss, sondern wir alle sind gefragt, umzudenken. Das nächste Foto zeigt Rosa Lore, das ist eine Clownin, die mit Menschen mit Demenz ist und aber auch Fortbildung für pflegende Angehörige und professionell Pflegende gibt. Und da gibt es einen wunderschönen Film und da waren die Reaktionen folgende. Bitte die nächste Folie. Genau, das ist hauptsächlich aus der Pflege heraus. Ich habe es selbst schon erlebt, dass man arbeiten soll und nicht mit denen Blödsinn machen soll. Wenn dafür noch nicht mal mehr Zeit ist für ein gemeinsames Lachen, boah, da läuft so viel schräg und falsch. Ich möchte jetzt zum Fastabschluss nochmal Rosa Lore zu Wort kommen lassen, Susanne Bödel im Interview. Weil in einer Demenz ist ja auch die Magie, dass man von dem anderen überrascht werden kann und von sich selber auch. Ich hatte kürzlich eine Begegnung auch mit einem Herrn, der auch eben demenziell erkrankt ist. Der sagte zu mir, ich wünsche mir einfach einen Menschen. Der hat es ganz klar noch formulieren können. Ich wünsche mir einfach einen Menschen und Zuwendung, auch Körperkontakt und einfach echte freundliche Nähe. Ja. Echte freundliche Nähe. Und jetzt komme ich zu meinem Abschluss. Das wünsche ich Menschen mit Demenz, echte freundliche Nähe. Ich wünsche ihnen Mut zur Teilhabe und Teilhabe zu fordern, einzufordern. Formulieren Sie jetzt, was Sie jetzt wollen, aber auch, was Sie in Zukunft haben möchten. Machen Sie eine Art Ich-Pass. Das, was Sie früher bewegt hat, das wird Sie auch in Zukunft bewegen. Und seien Sie im Jetzt und gucken Sie zurück und sagen, diese Musik tat mir gut, die Lieben habe ich gelebt, das Gericht habe ich gerne gegessen. Und ja, seien Sie mutig und lassen Sie sich auch in einer Demenz noch positiv vom Leben überraschen. Dem Pflegenden, den Profis, dem Pflegepersonal wünsche ich eben auch Zeit, damit ihr echte Nähe walten lassen könnt. Das heißt, ich wünsche euch einen besseren Personalschlüssel. Ich wünsche euch Angehörige, die mitarbeiten und nicht gegen euch arbeiten. Aber da auch Aufklärung ist wichtig. Brücken bauen, Hände reichen. Der Klügere gibt nach. Ich wünsche richtige Fort- und Weiter- und Ausbildung auch mit Humortraining zum Beispiel, damit selbst in den schlimmsten Situationen ihr euch bedienen könnt aus dem imaginären bunten Koffer und echte Nähe walten lassen könnt. Und ja, den pflegenden Angehörigen wünsche ich Mut, sich selber Gutes zu tun und Hilfe annehmen ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche. Machen Sie sich sichtbar. Und uns als Gesellschaft wünsche ich, dass wir aus der Ohnmacht auftauchen und dass wir sehen, dass wir an Demenz vielleicht auch ein Stück weit gesunden können. Und ich wünsche uns mehr wir als ich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Auch für deine Erinnerungskiste, ja. Ein kleines Mitnehmsel nach Hamburg aus Köln von uns. Herzlichen Dank, Sophie Rosentreter. Ja, danke. Danke für diesen bunten Blumenstrauß. Ich nehme es mal auf mit der Blume. Wirklich dem Thema auch mit Leichtigkeit zu begegnen, ist eine schöne Überleitung, die Veranstaltung. Es ist eine Hybridveranstaltung. Ich wusste gar nicht, ob Sie das wissen. Ich wusste es vorher auch nicht, kannte Hybrid immer nur als irgendwie im Rahmen von Autos und den Diskussionen. Aber das war eine Hybridveranstaltung. Sie sind Teil davon. Und
Die analogen Veranstaltungen finden jetzt in den nächsten 2 Wochen statt. Die Kölner Demenzwochen bis zum 4. Oktober. Bitte informieren Sie sich über das Programm auf www.kölner-demenzwochen.de. Ich gebe Ihnen die dringende Empfehlung, wirklich auch nochmal bei dem Veranstalter der einzelnen Veranstaltungen kurz vorher anzurufen, ob es wirklich stattfindet. Wir hatten sowohl Nachmeldungen als auch schon ein paar Absagen, weil das durchaus mit den Räumlichkeiten für manchen Veranstalter schwierig war. Das meiste findet aber meines Wissens noch statt. Und Sie werden, ähnlich wie der Blumenstrauß, den uns Sophie Rosentreter gerade mit den verschiedensten Anregungen für Angebote gegeben hat, die das Leben mit Demenz einfach auch möglich machen, ganz viel Teilhabe bieten und auch Spaß bringen. Neben vielen auch verständlichen Sorgen und Problemen finden Sie im Programm auch wiedergespiegelt. Wir haben Theatervorführungen, wir haben Lesungen, wir haben Spaziergänge, wir haben Vorträge, sodass im besten Fall jeder von Ihnen auch etwas findet, was Sie interessiert. Zum Ende einer Veranstaltung muss man auch Danke sagen. Und das erlauben Sie mir hier noch an der Stelle, dass ich noch ein paar Worte dazu verlieren darf. Und zwar danke ich erstmal allen Veranstaltern, die sich mit einem Programmpunkt beteiligt haben, die den Mut auf sich genommen haben, auch die Mühe sicherlich beizutragen, dass wir die Kölner Demenzwochen stattfinden lassen können. Und zwar nicht nur mit einer Auftaktveranstaltung, sondern dass jetzt wirklich auch was passiert in den nächsten 2 Wochen. Herzlichen Dank dafür. Dann das Freie Werkstatttheater natürlich. Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Wir kommen auch gerne wieder, wenn alles vorbei ist, damit wir Ihr tolles Ensemble auch vielleicht nochmal live präsentieren können. Wäre mir ein großes Anliegen. Dem Publikum, was hier heute sein durfte, und natürlich den Referentinnen, Frau Bürgermeisterin Joanne Werpes, alle, die sich hier beteiligt haben und denen ich in die Augen gucken kann, herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Herzlichen Dank auch allen, die, ich hoffe natürlich Hunderttausende, die jetzt vor den Bildschirmen sitzen und das Programm im besten Fall auch abwechslungsreich fanden. Das Schöne an solchen Veranstaltungen ist, dass wir die ja jetzt konservieren können. Also Sie werden die Aufzeichnung der Veranstaltung in den nächsten ein paar Stunden, also ab heute Nachmittag glaube ich, auch auf unserem YouTube-Kanal wiederfinden. Also auch alle, die heute nicht hier sein konnten, die keine Zeit hatten und so weiter. Das ist das Schöne, wir können das Thema archivieren und auch zugänglich machen. Sagen Sie es gerne weiter. Damit das hier stattfinden kann, ist natürlich auch ein Dank einmal, also die Arbeit der Regionalbüros, weiß gar nicht, ob Sie es wissen, dass es 12 Regionalbüros in Nordrhein-Westfalen gibt, ist auch nur möglich, also unsere Arbeit, unseres Teams, durch die Förderung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und den Trägern der Pflegeversicherung. Also wir haben einen ganz dollen Auftrag, den wir auch gerne mit Ihnen hier in Köln und der Region umsetzen. Wir sollen nämlich genau das tun, Strukturentwicklung, Initiativen, Ehrenamt unterstützen und so weiter und natürlich auch Themen wie dieses hier heute an die Öffentlichkeit bringen und zu Menschen, die davon Gebrauch machen können. Unser Träger sind die Alexianer, das ist auch zu erwähnen, unterstützt uns immer in unserer Arbeit, dass das hier heute technisch so wunderbar geklappt hat. Ehrlich gesagt, da bin ich froh, dass ich damit nichts an der Mütze hatte, sondern das dem Medienzentrum Süd übergeben konnte, die heute hier wunderbar unser Partner waren, und auch die Agentur Merkwert, die uns das Outfit der Kölner Demenzwochen immer wunderbar zur Verfügung stellt. Ja, nicht zuletzt auch die Ernst-Wendt-Stiftung, Familie Ernst-Wendt-Stiftung, die auch immer ein bisschen Beitrag dazu leistet, dass wir hier Sie auch gleich, zumindest betrifft das das Live-Publikum, noch zu einem kleinen Imbiss einladen können, dass wir auch das hier organisieren können. Die unterstützen uns da. Und ich bin nur ein Teil eines großen Teams von 6 Damen des Regionalbüros Alterpflege und Demenz und natürlich meinem Team auch einen ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr seid alle hier. Ihr seid immer anpackend und ohne euch wäre das nur halb so spaßig auch. Also auch Spaß bei unserer Arbeit ist ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, sonst sehen Sie es mir nach. Ist auch immer ein bisschen aufregend hier vorne. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Freitagnachmittag. Seien Sie noch herzlich eingeladen, unsere Gäste zu sein. Wir haben noch ein kleines Lunchpaket vorbereitet. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit zu sprechen, zumindest hier, die hier vor Ort sind.
und den anderen an den Bildschirmen und auch sonst wirklich eine gute Zeit, eine nächste gute 2 Wochen und für ihr ja, Tun, ob professionell, ehrenamtlich oder in der direkten Begleitung von Menschen mit Demenz, verlieren Sie den Humor nicht, gehen Sie mit Leichtigkeit durchs Leben und ansonsten nutzen Sie die Angebote, die da sind, weil Sie sind nicht allein und Sie können auf viel Unterstützung hier in dieser Stadt zurückgreifen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, verabschiede mich und wünsche noch einen schönen Tag.